Mehr fantastischer Sex für alle. Das erste, der erste Hebel, wie wir das erreichen können, ist der Wandel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft. Also in der Marktwirtschaft läuft die Evolution so, dass hier der gute, wahrheitsorientierte Früharzt und Frühhändler sagt, ja, lebt nur weiter mit dieser naturbelassenen Nahrung, die ich euch bringe im Naturzustand, und lebt euer tolles Liebesleben weiter, damit ihr glücklich und gesund bleibt und immunstark und auch nicht suchtanfällig werdet, und lebt euer Liebesleben, lebt die Gruppenehe, die liebevolle Gruppenehe und so weiter. Und dann kommt aber ein erster Frühhändler und Früharzt, irrt sich und sagt, ah, ist das eklig, der viele Sex und ekelhaft, hört auf damit. Am besten so wie die Nonnen und Mönche gar keinen Sex oder höchstens monogam, alles andere, oh, ist pfui und schlecht und übel und böse. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür. Also er bekommt auf jeden Fall einen Irrtum in den Kopf nach dem Naturgesetz Errare Humanum Est, also Mutationen des Geistes, memetische Mutationen. Also alles, was uns unser Lebensglück raubt, das ist nicht nur der Sex, das ist alles andere, was zu einem lustvollen Leben gehört, vielleicht so Dinge wie Singen, Tanzen, Musizieren, Massage, Streicheleinheiten, Sex, also alles, was Menschen wirklich glücklich macht, liebevolles Zusammenleben mit Menschen und so weiter, all das wird uns weggeredet durch diese sogenannten vorteilbringenden Irrtümer, irrationalen Kognitionen, Killerviren des Geistes, parasitäre Meme, Sie können es nennen, wie Sie wollen, ich bleibe bei dem, finde ich, besten Namen, vorteilbringende Irrtümer. Denn was passiert jetzt in der Marktwirtschaft? Dieser Früharzt und Frühhändler wird durch die krank und unglücklich werdenden Menschen, die immer konsumsüchtiger werden, weil man ihnen ja alles, was sie glücklich macht, wegnimmt und ihnen nur noch den Weg übrig lässt, des Kaufens, der Kaufsucht, Konsumsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeitensucht, Medikamentensucht, was auch immer Sucht, ja, Reisesucht und all diese Dinge. Und davon profitiert dieser Früharzt und Frühhändler in der Marktwirtschaft, kann viele leibliche Nachfahren ernähren, findet viele geistige Nachfolger bis hin zu Universitäten, die sogar seine vorteilbringenden Irrtümer multiplizieren. Und wir alle, die gesamte Menschheit, wird einer weltweiten Gehirnwäsche durch diese vorteilbringenden Irrtümer unterzogen und unser Glück ist weg. Das ist Marktwirtschaft. Ja? Und Gemeinwohlwirtschaft ist genau das Gegenteil, die dreht das um und sagt, es gibt jetzt aber nur noch Belohnungen, Profite, gibt es ausschließlich dafür, wenn bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand von Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern sich positiv entwickeln. Das heißt, plötzlich werden alle auf den Weltrat, die Next Scientists for Future hören und sagen, ja, wir müssen alle uns überprüfen auf vorteilbringende Irrtümer hin. Wir müssen gucken, ob es noch Leute gibt, die noch die nachteilbringenden Wahrheiten haben. Denn jetzt plötzlich werden in der Marktwirtschaft nachteilbringenden Wahrheiten, die zum Aussterben führen, weil sie nicht konkurrenzfähig sind mit den vorteilbringenden Irrtümern, durch die Gemeinwohlwirtschaft werden einfach die nachteilbringenden Wahrheiten zu vorteilbringenden Wahrheiten und rücken in diese Erfolgsposition mit ganz vielen Nachfahren aller Art, geistige und körperliche Nachfahren. Und
alle die hartnäckig bei ihren vorteilbringenden Irrtümern bleiben, unbelehrbar bei ihren vorteilbringenden Irrtümern bleiben würden, die würden dann in die Position der nachteilbringenden Irrtümer rücken und würden aussterben und übrig bleiben, das bleibt, dass jede Firma, nicht nur der Marktleiter, der Restaurantleiter und der Praxisleiter, sondern alle ein Rieseninteresse daran haben, dass wir immer glücklicher werden und immer besseren Sex haben und. Also einfach unsere Natur in jeder Hinsicht leben dürfen. Also auch die Supermarktleiter können ja nur dann profitieren, wenn meine Wohlfühlstimme immer besser und besser wird. Deswegen werden sogar die Supermarktleiter sich überlegen, wie vielleicht die Ernährungsberaterin im Supermarkt dann vielleicht auch nochmal Hinweise darauf gibt, ja, lassen Sie sich doch von Ihrer Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft helfen, vielleicht auch in Gemeinschaften zu leben. Jetzt sind wir bei der Gemeinschaft, Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Also sozusagen liebevoll miteinander zu leben. Aber erst nochmal ein technischer Hinweis. Ich habe jetzt ja quasi gesagt, die erste Strategie war der Wandel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft. Bringt uns fantastischen Sex. Jetzt habe ich schon angedeutet, dass dann über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften so Dinge entstehen, wie wir sie jetzt schon probieren, wie die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd und so weiter. Also, und mein technischer Hinweis ist, dass ich eben darauf hinweise, auf das Besondere der Next Scientists for Future, den einzigen Ort der Wahrheit in der Welt. Wir haben ja jeden Samstag und Montag Talkshow und immer, auch jetzt bei dieser Sendung, stelle ich Ihnen die Frage, liebe Zuschauer, wo irre ich mich? Wo bin ich aus Ihrer Sicht Opfer einer Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer, möglicherweise welcher Sparten? Wer hat mich Gehirn gewaschen und uns Gehirn gewaschen, dass wir uns so irren aus Ihrer Sicht? Denn nur mit so einer Frage, wenn ich immer frage, wo irre ich mich, wo irren wir Next Scientists for Future uns, wo irrt sich der Weltrat, Wo sind wir Opfer der Gehirnwäsche durch die vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten der Gesellschaft? Nur so kommen wir ja ins Gespräch. Ja? Und ansonsten hier unten rechts auf das rundliche Ding klicken, das rundliche Zahnrädchen klicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht immer Freude. So, und jetzt will ich Ihnen noch einiges zeigen. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal. Also, wir haben also, wir haben auf der Seite Partei des Gemeinwohls PDG die Kompetente. Hier, Sie können es auch hier direkt abschreiben, diekompetente.readworld.de, dann brauchen Sie nicht über Google zu gehen. Haben wir das Menü, da sehen Sie nur die Anfänge der Menüpunkte und da sehen Sie ja die weltberühmten, also die Weltsensation, nämlich die ZDF und Arte-Sendung, auch zum weltberühmten Diskussionsvorschlag hier, also Marktwirtschaft ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft oder hier konkret Gemeinwohlökonomie als eine von mindestens vier Vorschlägen zum Thema Gemeinwohlwirtschaft. Ich finde ja das ist die GWÖ und ich finde ja die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, den besseren Vorschlag, den auch erfolgversprechenden Vorschlag, denn hierzu gibt es natürlich im Internet teilweise berechtigte Kritik, ja, weil der Christian Felber selbst eben einige linksradikale, linksextremistische Gedanken noch mit sich schleppt als Attackbegründer Österreich und
die Frage ist, das werden sicherlich, das, da wird die Wirtschaft nicht mitgehen mit der GWÖ, aber mit der GWO kann sie sehr wohl mitgehen. Ne? Ja, hier die Artus-Sendung, wo es auch immer wieder die Gemeinwohlökonomie geht, hier Christian Felber über. Also der Grundgedanke aller Gemeinwohlökonomien, dass Gutes tun belohnt werden soll, das ist ja der Konsens aller Gemeinwohlwirtschaftsansätze, ja. Und da finden Sie hier alles und dann finden Sie hier natürlich, ja, zum Beispiel können Sie auch hier draufklicken, dann müsste man ja dann auch hier zu der Seite kommen, ja, das ist richtig. Jetzt sind Sie hier zum Beispiel immer kostenloses Polybee-Dating, also wir versuchen auch hier zu bieten, dass wir letztendlich, ich versuche das mal hier, das geht aber jetzt nicht, naja, die Internetadresse ist also diese hier, polyamorie oder bee-dating.beatworld.de. Wir versuchen also auch hier die Befreiung der Sexualität über die Themen Polyamorie und Bisexualität oder Gruppenehe auch hier schon das zu praktizieren, was ich ja vorhin erwähnt habe. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, die in der Gemeinwohlwirtschaft entstehen werden, die Praxen werden sich also umwandeln in Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften und da dürfen alle, die Praxen betreiben, dürfen dann auch über Krankenkasse laufen und es wird dann halt gemessen, welche dieser Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften erzeugt letztendlich mehr Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Das wäre für mich die Kurzformel von Gemeinwohlwirtschaft beziehungsweise jetzt gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Also direkte Wege jetzt, also das heißt für Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, kann ich nur dringendst empfehlen, sofort ihre Milliarden einzig zu investieren in darin, dass wir jetzt 3 Monate in aller Welt über den Wandel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft sprechen und dass wir es sofort tun, diesen Wandel. Weltrat und Next Scientists for Future stehen bereit dazu, die ganze Welt diesbezüglich zu coachen, zu beraten und so weiter. Und ja, und hier kann man eben auch sofort, wer sich sofort dafür interessiert, so leben zu wollen, kann sich sofort hier das anklicken, sich da melden. Dann haben wir hier bei der Partei die Kompetente, da haben wir diese Einladung, das muss jetzt hier doch irgendwo stehen, sofort mitreden und so weiter. Also was haben wir hier, 4 Angebote, Talkshows zum sofort mitreden, wo ist der Link dazu, hier zum Beispiel, da müsste man das doch jetzt hier direkt anschauen können, ja. 4 Angebote, ja, dann hat man, kann man hier zu den Talkshows, kriegt man hier die Informationen zu den Talkshows und jeden Samstag und jeden Montag stelle ich auch wieder die Frage, wo irren wir uns, wo irre ich mich, wo irren sich Next Scientists for Future, wo bin ich Opfer der Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer welcher Sparten? Und so können wir immer ins Gespräch kommen. Und ja, dann haben wir hier, was haben wir hier alles noch? Das können wir wegmachen, das können wir wegmachen, das können wir, das ist also die Partei des Gemeinwohls, die Kompetente, ja. Dann haben wir hier,
im Forum Weltrat der Weisen, was man ja auch anklicken kann. Wo kann man das anklicken? Man kann, der schnellste Weg ist vielleicht, man geht über unsere Standardseite hier, über nexts4f.de, nextscientistsforfuture.de, geht man drauf und dann zieht man ein bisschen runter, hier auch wieder die ZDF und Arte-Sendung, und hat hier zum Beispiel hier, die kann jetzt hier überall drauf auf diese drei Links klicken hier und findet, kommt immer irgendwo dahin, also hier zum Weltratforum, und da hat man dann hier die ganze Polyamorie, Großraum Köln, Männer suchen Poly- oder Bi-Männer. Also da ist die Möglichkeit eben auch zu versuchen, sofort diese fantastische Sexualität zu leben. Wobei ich also nochmal ganz deutlich sagen muss, dass der Wandel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft, das kann viel schneller klappen, wenn da auch nur ein Milliardär sein Vermögen rein investiert, alle anderen Milliardäre sofort zu informieren und die Welt sofort zu informieren, dass er auch diesen Wandel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft sofort befürwortet, dann können wir das innerhalb weniger Monate, könnte das Realität werden, bis wir die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd realisiert haben gegen den Widerstand der Marktwirtschaft, weil wir müssen uns ja nochmal klar sein, der Widerstand der Marktwirtschaft besteht ja darin, dass sie jeden Tag wieder sagt, oh, hört auf mit diesem vielen Sex, und wenn ihr Polyamorie oder Bisexualität betreibt, dann möglichst nahe der Monogamie, denn viel Sex, Igitt, pfui, also wenn ihr Polyamorien betreibt, dann höchstens zu dritt oder zu viert, aber doch nicht 150 Leute, wo vielleicht 40 Männer und 40 Frauen in ständigem Sex miteinander beschäftigt sind. Also das geht ja gar nicht und so weiter. Ja, also das heißt, die Marktwirtschaft wird immer wieder gegen unser Lebensglück kämpfen, denn unglückliche Menschen konsumieren einfach mehr, kaufen mehr, ja, und shoppen und konsumieren mehr, ne? Ja, und von daher, jetzt gehe ich mal hier weiter. Also da ist ein Zugang, dann haben wir hier, das hatten wir ja eben schon, die hier diese Seite, können Sie auch aufrufen. Das sind so unsere Versuche, jetzt sofort, ohne den Wandel von Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft, sozusagen da das hinzukriegen. Ja, also hier die Kompetente, Polyamorie oder P-Dating, Next Scientist for Future. Da haben wir ja, wie gesagt, unsere Homepage. Dann haben wir hier Weltrat, die alte Seite, eine andere alte Seite. Aber wenn man alles studiert, kann man das alles lesen. Hier dieses Buch kann man hier anklicken. Das ist so quasi, dieser Titel ist doppelt. Aber Suche nach Gemeinschaft Kommune, da kann man hier auch noch studieren. Das sind so befreundete Seiten eben, und hier auch nochmal eine befreundete Seite. So, dann, das war's eigentlich jetzt auf diesen Aspekten. Also wir haben diese zwei Dinge. Am schnellsten würde es wahrscheinlich gehen, wenn alle Menschen aufschreien würden, tun sie leider noch nicht, und dann die Milliardäre auch aufschreien würden und sagen, ja, wir müssen sofort aufhören mit der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohlwirtschaft. Und und dann würden wir das hinkriegen. Und die anderen Geschichten sind die Versuche, jetzt sofort aus der Marktwirtschaft auszusteigen in eine Insel des Glücks, der fantastischen Sexualität und so weiter. Und das wird die Frage sein, ob uns das gelingt, ja. So, dann schaue ich doch mal hier durch. Also ich schaue mir noch mal die Bildergalerie an. Ich fange mal von hinten her an. Oder ich bin, glaube ich, gerade in der falschen Richtung unterwegs.
guck mal, ob ich hier was finde. Also, ja, auch schon damals, was wir die erste Entwicklung in diese Richtung, Vertrag gemäß der Konzeption eines neuen Gesundheitssystems, das hätte schon, diese Verträge hätten automatisch zur Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaft oder Hausarztersatz Praxis, Gesundheitsgemeinschaft geführt, in der nur ein Ziel bestanden hätte. Wie kann Ihr Alltag voll und prall voll gefüllt werden von lustmachenden Dingen, von lustmachenden, beglückenden Dingen, ja? Also von lustvoller Arbeit und Tätigkeit zu lustvollem Tanzen, Singen, Musizieren, Sport, Massage, Zärtlichkeit, Sex und so weiter, der beste Sex aller Zeiten und so weiter. Wie kann all das Realität werden? Das wäre durch die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften Realität geworden, aber das ist ja meine schlimmste Befürchtung. Naja, die Menschen verstehen das einfach nicht und dadurch kommt es auch nicht, weil sie es nicht verstehen, ne? So, dann das ist übrigens so, das sind so Tipps gewesen für die Gemeinwohllobby. Das ist auch ein Teil, die versuchen ja, die Gemeinwohlwirtschaft zu verankern durch eine neue Verfassung, ein neues Grundgesetz. Dann haben wir hier, ja, das ist die Frage. Man könnte also die Gemeinwohlwirtschaft noch extrem basisdemokratisch machen. Die Frage ist, ob das nötig ist, ob das nicht zu viel Zeit kostet und ihnen ihre wertvolle Lebenszeit zu sehr raubt. Das ist da der Denkfehler drin gewesen. Ja, also auch insofern, man könnte natürlich alles in Volksentscheiden gestalten, wo sie ankreuzen können und so weiter. Aber ich vermute, dass die Masse der Menschen einfach nur ein besseres Leben möchte und nicht den halben Tag, also und möchte, dass Politiker ihnen dienen müssen. Und das geht über die Gemeinwohlwirtschaft. In der Gemeinwohlwirtschaft muss auch der Politiker, wird seine Leistung, wird daran gemessen, ob das Wohlfühlen, ob er in seinem Bundesland zum Beispiel als Regierung Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter, Anwohner ist gleich WählerInnen verbessert hat oder nicht. Und danach wird die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen aufgestellt und Neuwahlen gibt es bei den Absteige. Wer auf den Abstiegsplätzen welche Landesregierung auf den Abstiegsplätzen landet, da gibt es dann vorgezogene Neuwahlen. Ne? Schluckwasser. Ja, und so ist die Frage, die Gemeinwohlwirtschaft, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung bietet also ganz einfache Wege, zum Beispiel über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Basisdemokratie zu verankern, ohne Zeit zu kosten, ja, ohne so viel Zeitaufwand zu betreiben. Ja, das ist also hier Liebe und Sexualität und Kinder. Ja, das heißt, die Hausarzt, Gesundheits, also ich spreche hier also mit alle Milliardärskönige, Politikkönige und Journalistenkönige an. Und man versteht mich nicht, man versteht nicht, dass die Marktwirtschaft alle unglücklich gemacht hat. Also Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, alle Milliardäre, alle Reichen, alle Milliardärskönige, alle Politikkönige, alle Journalistenkönige leben alle nur ein durch und durch unglückliches und zerstörtes Leben, weil die Marktwirtschaft ein glückliches Leben gar nicht zulassen kann, denn glückliche Menschen kaufen einfach zu wenig. Und in der Marktwirtschaft zählt nur, dass Menschen kaufen, konsumieren, kaufsüchtig, shoppingsüchtig werden. Und das werden eben nur unglückliche Menschen. Und deswegen zerstört, ja, aber man versteht uns nicht. Irgendwie rede ich wahrscheinlich Chinesisch, und ja. Dann
Ich gucke nur, ob ich noch irgendwas Wichtiges, ein wichtiges Bild habe zu dem Thema. Ja, das ist noch schön, das Bild hier. Also hier können wir es nochmal schön sehen hier. Unser Sozialleben findet dann statt in unseren Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, ja, rund um den Ort, wo Sie wohnen. Ja, nehmen wir mal an, Sie wohnen hier. Gibt es dann ganz mehrere Großpraxen zur Auswahl, Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft mit ihren Teams, und dort finden Sie alles, was Sie früher geliebt haben. Sie waren vielleicht in der Tanzschule, die ist dann integriert in irgendeine dieser Praxen, und die Fitnessstudio ist integriert in irgendeine Praxen. Ihr Sportverein ist, soweit es sich um gesunde Sportarten handelt, integriert, weil die Hausarztgesundheitsgemeinschaften kriegen auch die Oberhoheit über alle Räumlichkeiten, die verfügbar sind, über alle Sporthallen, über alle Bürgerhäuser, über alle Räumlichkeiten. Und deswegen werden die immer das Komplettangebot, alles dessen, was es an Sozialleben gibt, wird von den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften angefügt, und sie entscheiden sich dann halt, sie können sich ja für zwei entscheiden, sie können sich eine aussuchen für den mehr körperlichen Aspekt, die andere vielleicht für den psychischen Aspekt, für das Seelische und das Gespräch mehr, aber auf jeden Fall finden sie in jeder ihrer beiden Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die sie sich aussuchen können, finden sie insgesamt pralles Leben, pralles, lustvollstes Leben, singen, tanzen, musizieren, Massage, Ernährung, alles, was ihnen hilft, ein gesünderes, glücklicheres, längeres, reicheres Leben zu führen, finden sie dort. Und ja, und das ist worum es geht, letztendlich. Ja, und das heißt also, dass wir die Diktatur der Sparten, die automatisch in der Marktwirtschaft zustande kommt, dass jede Sparte vorteilbringende Irrtümer aussendet und ausstrahlt, und dass dann auch Politiker und Parteien, Spielfilmemacher, Journalisten und Universitäten am Ende voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten. Und dass also da Geldflüsse und vorteilbringende Irrtümer strömen raus und infizieren dann über diese Leute, wenn diese dann komplett infiziert sind mit diesen Killerviren des Geistes. Es wird dann die ganze Weltbevölkerung infiziert von den vorteilbringenden Irrtümern und hat dann Angst vor allem, was glücklich macht, und alles, was Lust macht, und allem vor prallstem Sex haben alle Angst. Alle haben da angstvolle Gefühle, weil die vorteilbringenden Irrtümer das alles natürlich erzeugen. Und das ist eben der Wahnsinn. Hier noch mal ein paar mehr der Sparten, wobei das also in unterschiedliche. Hier können Sie ein paar der Sparten, die alle streuen ihre vorteilbringenden Irrtümer aus und dünsten ihre vorteilbringenden Irrtümer aus. Hier können Sie selbst nochmal Sparten eintragen, die Sie wichtig finden. Ja, und darum geht es eben, ja, die neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft. Und die Wahnvorstellungen, die pseudokommunistischen, DDR-ähnlichen Wahnvorstellungen, alles zu beenden, diese linksextremistischen Sachen zu beenden, hier diese rechte soziale Marktwirtschaft zu beenden, durch die echte Linke, nämlich die Gemeinwohlwirtschaft. Und wie gesagt, man muss gucken, ob nicht die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber vielleicht einen Tick zu linksradikal denkt in vielerlei Hinsicht. Und hier haben wir die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future. Aber wir könnten auch mit dem Begriff Leistungs- und Wettbewerbskommunismus leben, was dann auch eben sozusagen die Aussage an die Linksextremisten ist, dass Kommunistischste, was überhaupt geht, ist eben ein Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Das hier kann nie funktionieren. Das widerstrebt allen Erkenntnissen, die es über Menschen gibt. Ja.
Ja, und die, wie gesagt, die Wohlfühlnotenwahlstimme, da ist es dann so ganz einfach, ich gehe in ein Restaurant, zahle dort bar, dann halte ich kurz meine Karte an den Terminal, schon hat der Computer des Bundeswahlleiters die Information, ich habe für 20 Euro dort gegessen, und wenn ich dann jetzt plötzlich 3 Stunden später melde, Wohlfühlen stark verschlechtert, zum Beispiel, und dass 100 andere Kunden dieses Restaurants auch tun, dann weiß der Computer quasi, dass dieses Restaurant offensichtlich mit der Hygiene schlammt, dass da irgendwas nicht stimmt. Entweder verkauft es giftige Nahrungsmittel oder es hat ein Hygieneproblem und Salmonellen und irgendwelche Probleme. Egal was es ist, es wird finanziell abgestraft und ist von der Pleite bedroht und wird also sofort mit der Hygiene nicht mehr schlampen und wird sofort alle Nahrungsmittel daraufhin überprüfen lassen oder überprüfen, ob da irgendwas Giftiges in der Zulieferkette ist oder in der Lieferantenkette ist und oder was auch immer. Ja, und so funktioniert die Wohlfühlstimme, so, sorgt dafür, dass alles pleite geht, was meinem Leben schadet. Und meiner Lebenslust und meiner Liebeslust schadet und alles, was ihm nutzt, wird belohnt. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Ja. Und ja, man könnte dann die Wohlfühlstimme noch differenzieren. Könnte man, muss man nicht, durch die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve. Diese ist natürlich selber wieder ein gewisser Aufwand, nämlich die Herstellung solcher technischer Dinge. Es ist aber heute alles machbar. Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve wird dann verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Und so könnte man also, man könnte sogar noch eine Sicherheitsstimme für die Belohnung von Rechtsanwälten, Richtern, Staatsanwälten, Gefängnissen und so weiter. Also das ganze Sicherheitssystem damit nochmal einer eigenen, aber man kann einfach auch die Wohlfühlstimme dafür benutzen und kann auch dort alle Belohnungen abhängig machen im Sicherheitsbereich, im Bereich innere Sicherheit von den Wohlfühlstimmen und deren Entwicklung der Kundenmitarbeiter und Anwohner, also derjenigen Wählerinnen, für die bestimmte Richter, Staatsanwälte und so weiter zuständig gemacht werden. Also es werden immer Zuständigkeiten hergestellt, also es wird immer eine Beziehung hergestellt, dass also ein bestimmter Richter auch für bestimmte Menschengruppen, Regionen verantwortlich ist und dass entweder er steigert dort das Wohlfühlen der Menschen, indem er eben dafür sorgt, dass es dort keine Straftäter mehr gibt und so weiter, oder er steigert es nicht und dann wird er halt finanziell abgestraft und ja. Man kann überlegen, ob man das Mitwirken an diesen Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften noch über die Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie sogar auch noch belohnen würde. Muss man aber vielleicht nicht. Kann man diskutieren, ja. Steuer- und Abgabenleistung kann man auch benutzen für irgendwelche Dinge. Aber ich gucke erst mal weiter hier. Ja, wie gesagt, es geht eben darum, ja, letztendlich, wie gesagt, der schnellste Weg wäre, einen Milliardär überzeugen, dass ein Milliardär es versteht, dann wird er dafür sorgen mit all seinem Geld, dass die ganze Welt darüber diskutiert, dann kriegen wir innerhalb kürzester Zeit weltweit Gemeinwohlwirtschaft. Und wir alle dürfen wieder lustvoll, prallsten, befriedigendsten Sex, aber auch alle anderen Lustquellen des menschlichen Lebens wieder richtig leben, weil es nicht mehr darum geht, dass wir alle möglichst konsumsüchtig werden, sondern Profite gibt's nur noch die Verbesserung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Ja, so dass also
ja, das ist das perfekte System. Die Evolution brauchen wir heute nicht unbedingt zu streifen. Ja, das ist das Angebot des Weltrates. Ja, wie gesagt, das Gütesiegel. Also in der Marktwirtschaft gilt die Formel, alles was glitzert, zockt sie mehr oder weniger deutlich ab. Und bei uns ist halt Armut und Schlichtheit und hässliche Homepages. Ja, das war dieser kleine, mit vielen Tippfedern und Schreibfedern gespickte Bildartikel über die Next Scientist for Future. Dann, ja, Partei des Gemeinwohls, ja. Wie gesagt, das, was wir versuchen, nämlich jetzt zum Beispiel hier diese Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd sofort glücklich zu starten, das hat ja das Problem, dass die Marktwirtschaft ja jeden Tag den Leuten sagt, nein, so sexuell freizügig dürft ihr doch nicht leben, das darf nicht sein, ihr müsst kaufen, ihr sollt keinen Supersex haben, sondern kaufen und so weiter. Also von daher, die Marktwirtschaft hat halt die Menschen durch die vorteilbringenden Irrtümer, durch diese Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung perfekt im Kopf, ja, im Griff, die Menschen perfekt im Griff. Und ja, aber diese beiden Wege gibt es. Und wir haben ja eben die Talkshows, habe ich ja eben vorhin schon erwähnt. Und ja, diese Einladung, sagen Sie mir in jeder dieser Talkshows samstags und montags, wo irre ich mich, wo bin ich aus Ihrer Sicht Opfer der Gehirnwäsche durch die vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten, so kommen wir dann ins Gespräch. Und ja, das ist die freie Argumentekultur, die leidet gerade auch unter einem Angriff wieder irgendwelcher Spams-Geschichten oder Probleme, das ist unser Forum. Dann haben wir die Flyer, ja, die munter, die Leute nehmen sehr viel der Flyer jetzt mittlerweile mit, weil diese Weltsensation, ZDF-Sendung und Arte-Sendung über Gemeinwohlökonomie so als erster Schritt der Massengesellschaft Richtung Gemeinwohlwirtschaft, das ist ein guter Gesprächsaufhänger. So, dann haben wir hier mich nochmal in Schickimicki, dann in einfach und schlicht, im Corona-typischen Bartlook. auch Corona geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Ja, das war's eigentlich. Und hier haben wir nochmal die Polybee-Seite. So. Ja, also, herzlich eingeladen, liebe Milliardäre. Wir brauchen nur einen von Ihnen, der irgendwas versteht. Das Problem ist, Naturwissenschaft ist zugegebenermaßen schwer verständlich, aber wir haben jetzt bald 1000 Sendungen. Ich glaube, das ist heute die Sendung 999. Es kann natürlich sein, dass einfach die Menschheit, wenn sie einmal im Griff der Marktwirtschaft ist, geistig das nie mehr schafft, die Marktwirtschaft zu reflektieren und daraus auszubrechen. Ja, dann habe ich noch eine kleine Schlussbemerkung. Die Feigenwespen noch als Beispiel. Wir haben also das Phänomen, wo kann ich jetzt nochmal hin? Ach so, ich bin doch hier schon richtig. Moment. Die Feigenwespen. In der Biologie, also die Frage ist ja auch in letzter Zeit immer gewesen, kann auch eine, irgendwie eine Gemeinschaft funktionieren oder ist es eben eher die Gruppenehe, die funktionieren kann, ja? Die Gruppenehe, die hat also den Punkt, dass sozusagen, wie funktioniert die Gruppenehe in der Natur? Ja, diese Kernaussage, wir sind der Savannenbonobo und die Bonobos sind die Urwaldbonobos. Und die Urwaldbonobos und wir, die Savannenbonobos, sind genetisch wahrscheinlich parallele Produkte.
Und bei den Urwald-Bonobos sehen wir die Grundstruktur. Da ist es so, die Mädchen kommen aus den anderen Gemeinschaften, es geht um Inzestverhinderung, kommen hierhin, lieben sich bei den Frauen ein, haben mit denen Sex, sodass dort keine Tendenzen sind, also keine feindseligen Tendenzen mehr übrig bleiben, sozusagen, keine Kindertötung oder Rivalentötungstendenzen und so weiter. Also da wird quasi der Befehl, der DNS-Befehl, schieße, du, also ich dein Genom, ich deine DNS, ich dein Herrscher, befehle dir, Körper, schieße du mich in die Zukunft hinein und räume alles Störende aus dem Wege. Diese Tendenzen werden abgemildert dadurch, dass diese jungen Frauen aus den anderen Gruppenehen in diese Gruppenehe hier reinkommen und sich einlieben bei den Frauen und dann auch Zugang zu den gleich vielen Männern bekommen, wenn sie geliebt werden von den Frauen. Und dann haben eben alle Männer mit allen Frauen Sex und alle Frauen mit allen Frauen Sex. Und also vielleicht 40 bis 50 Frauen und 40 bis 50 Männer haben ständig Sex miteinander, sind total liebevoll und befriedigt. Die Männer schenken alles, was sie finden, den Frauen und Kindern. Und alles ist friedlich, auch wenn sich diese einzelnen Gruppenehen begegnen, sind es eher Liebesfeste, als dass es Gewaltorgien sind, wie beim gemeinen Schimpansen oder so, wo dann getötet wird und so weiter. Und bei Bonobos läuft das eher als Liebesfest, die Besucher ab, oder die aufeinandertreffen, ja. So, und das führt dazu, dass eben dann niemand von den Männern mehr weiß, welches Kind von ihm ist und welches nicht von ihm ist. Also verhalten sich alle Männer väterlich fürsorglich. Also jedes Kind hat 40 bis 50 Väter, die alle väterlich liebevoll fürsorglich sozusagen sich gegenüber allen Kindern verhalten. Das insofern ist es natürlich umso vorteilhafter, je optisch ähnlicher sich die Männer sind in einer, bei den Bonobos sind ja typischerweise die Männer, die Muttersöhnchen, die alle bei ihren Müttern geblieben sind, also alle Männer in der Gemeinschaft, in der Gruppenehe sind ja bei den Bonobos meistens hochgradig miteinander verwandt, dadurch optisch auch nicht mehr unterscheidbar, welches Kind von wem sein könnte. Ja, es ist ja manchmal sogar so, dass ein Kind von einem Großvater vielleicht manchmal sogar optisch sozusagen, ja, auf jeden Fall kann niemand entscheiden, wer der Vater welches Kindes ist, deswegen sind dann alle Männer väterlich und das ist ein totales, fürsorgliches, liebevolles Sozialsystem und dafür sind höchstwahrscheinlich auch wir genetisch konstruiert, aber genau dieses Liebessystem hat uns ja die soziale Marktwirtschaft weggenommen. Und jetzt wollte ich ja die Feigenwespen schildern. Jetzt haben wir also, wir haben diesen DNS-Befehl, schieße, also Genom, ich bin dein Genom, ich bin dein Herrscher, du Körper. Ich befehle dir, du Körper, schieße du mich, das Genom, möglichst viel von dieser DNS in die Zukunft hinein, in Richtung Kinder, wo haben wir es, also hier so, das sind ja die uns säugetiertypischen Wege hier, uns, und räume alles Störende aus dem Wege, ja. Und die Feigenwespen zeigen, wie weit das gehen kann. Ja? Wenn also in einer Feige am Ende Feigenwespen übrig sind, die keinen Zugang, Feigenwespenmännchen übrig waren, die keinen Zugang zu Weibchen bisher hatten, dann
schlachten die sich gegenseitig ab, die Feigenwespenmännchen, und am Ende bleibt vielleicht noch ein Unbeschädigtes, überlebt dann noch und hat dann vielleicht noch Zugang zu dem letzten Weibchen, was noch erreichbar ist. Und das zeigt, dass ja die DNS den Befehl hat, wenn die DNS oder das Genom den Befehl ausgibt, wenn du gar keine Chance hast, dich in irgendeiner Weise in die Zukunft zu schießen, dann ist dein Leben nichts wert. Dann kannst du es auch opfern, indem du in einen Beschädigungskampf eintrittst und ihr euch gegenseitig abschlachtet und guckt, wer der Stärkste ist. Und der Stärkste am Ende kriegt das letzte Weibchen, so ungefähr. Und diese Genetik haben wir nun mal, haben auch wir Säugetiere, ja. Und das Feigenwespenbeispiel zeigt, dass wir mit diesen destruktiven DNS-Befehlen umgehen müssen, ja. Und das macht diese Gruppenehe wunderbar. Denn jeder der Männer hat ja ständig Sex mit allen Frauen auch, ja. Und dadurch hat er ja immer sozusagen eine Chance, der Vater eines der Kinder zu sein in der Gruppenehe. Und deswegen schaltet er nicht auf diesen Modus der Feigenwespe um, nämlich, dass man sich gegenseitig totschlägt, bis nur noch einer übrig bleibt und sich in Einzelteile zerlegt, wie das die Feigenwespen machen. Und dann sozusagen Zugang noch zu einem Weibchen kriegt. Also das heißt, alle Männer haben ständig Sex und damit immerhin mindestens eine kleine theoretische, statistische Chance, tatsächlich Vater eines der Kinder der Gruppenehe zu sein. 150 Individuen, also vielleicht 40 bis 50 Frauen, 40 bis 50 Männer und der Rest Kinder. Und dadurch wird bei denen dieses Programm Schalter auf Kampfmodus um nicht abgerufen, weil die alle irgendwo guten Grund zu der Hoffnung haben, dass sie vielleicht der Vater eines der Kinder sein könnten. Und dann, genau dann, wären ja ihre Gene in die Zukunft geschossen. Und dann brauche ich nicht in diesen selbstmörderischen Beschädigungskampf einzutreten. Und das ist das Tolle an dem System, dass es also dadurch für die Männer völlig uninteressant ist, rivalenmäßig mit den anderen Männern, außer da sie konkurrieren höchstens insofern, dass sie sagen, ja, ich als Mann versuche den Frauen und Kindern einfach mehr gute Geschenke zu machen und mich nützlicher zu machen als die anderen Männer, weil dann steigt natürlich statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauenkörper sich entscheiden werden, den Spermien dieser Männer, der größten Schenker sozusagen, Zugang zu den Eizellen zu gewähren. Aber das läuft alles unsichtbar, so dass alles ein liebevolles, friedliches System ist. Und dieses Sozialsystem gibt's, wie gesagt, nur bei Bonobos und bei uns. Das ist die höchste Entwicklung in der Evolution bisher. Und meine Meinung als Naturwissenschaftler ist, wir können nur das leben. Alles andere bedeutet, unglücklich sein. Denn jede Art kann leider nur ihre eigene genetische Natur leben. Ja, ja und in den Feigenwespen, ja, das ist ein Beispiel, zu was DNS, in der Lage ist, wenn man kein solches Schutz- und Sicherheitssystem hat, wie die Gruppenehe. Die Polyamore, weiblich, bisexuelle, männlich, polybisexuelle. Man weiß nicht, ob wenn also hier durch irgendein Vulkanausbruch oder irgendetwas hier fremde Männer zusammenkämen, ob die dann den Modus haben, dass sie dann auch auf männliche Bisexualität umschalten können, damit sich auch die Männer liebevoll behandeln und eben nicht in gegeneinander treten, so wie die Frauen das ja hier sowieso schon immer tun, ja. Naja, gut, also so viel, ich fasse zusammen. Der fantastischste Sex aller Zeiten würde ich mir erwarten, am schnellsten durch die sofortige weltweite Diskussion, wir müssen die Marktwirtschaft durch die Gemeinwohlwirtschaft
ersetzen, damit wir alle nicht sterben müssen, ohne jemals gelebt zu haben. Denn wahres Leben geht nur in der Gruppenehe, wäre die naturwissenschaftliche These, also sozusagen nur in diesen, die ganze Erde überzogen mit solchen Netzwerken der Gruppenehe. Und hier geht's überall immer weiter an den Rändern, überall sind diese Gruppenehen. Und nur so geht es. Und die anderen Geschichten hier, Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd mit Unterexperiment Gruppenehe, wäre eine Möglichkeit. Aber dann haben wir immer das Problem, dass jeden Tag die Marktwirtschaft eigentlich sagt, nein, du darfst doch nicht in so einer Gruppenehe leben, das ist doch viel zu viel Sex, das, pui, hör auf damit, konsumier lieber und geh einkaufen, ja? Geh einkaufen, nix mit Sex hier und so. Geh einkaufen, geh shoppen, konsumieren, Konsumsucht, reisen, kauf dir eine Yacht, kauf dir ein Flugzeug, ja, konsumiere, geh in den Krieg und konsumiere Waffen, zieh jetzt in den Krieg. Im Moment wird ja Kriegshetze betrieben sozusagen, dass man mal wieder einen richtigen schönen Umsatz für die Waffenkonzerne kommt. Also hier nochmal zu den Sparten der Gesellschaft, wo ist es? Also es geht ja eben darum, bin ich jetzt in der falschen Richtung unterwegs, ja gut. Ja, also hier die Waffensparten, die müssen ja jetzt auch mal wieder verdienen, ja. Und dann ist halt die Frage, wie glücklich sind wir, wenn wir uns dann gegenseitig die Körper vollschlagen mit Bleikugeln und dann Bleikugeln konsumieren und so weiter, ja. Das ist eben, die Marktwirtschaft kennt kein glückliches Leben. Also die kann nur unser Leben zerstören. Ja, ja und ja, was haben wir? Gell? Wir haben die Gemeinwohlwirtschaft führt über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften zu Gemeinschaften wie eben Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd mit solchen Unterexperimenten wie Gemeinwohlgruppenehe. Und ja, und Polyamorie, Bisexualität, Dating und so weiter. Ja, das sind alles unsere Angebote. Talkshow Samstagabend 20.15 Uhr, Montag 19 Uhr. Und ja, in Köln ist ja dann im Februar dann wieder irgendwie die nächsten Termine für die Polyamorie Online Talkrunden. Ja. Und man versteht mich nicht, man versteht auch das nicht, was ich jetzt gesagt habe, und man tut nichts, und wahrscheinlich haben wir gegen die Marktwirtschaft einfach keine Chance, weil die auch die Denkfähigkeiten der Menschen so schwer beschädigt, dass wir eigentlich gar keine Chance haben können. Ja, also das war sozusagen nochmal die Zusammenfassung, wie kommen wir alle zu dem besten Sex unseres Lebens ever sozusagen und zum wahren glücklichen Leben und so weiter. Und ich fürchte, wir alle werden sterben, ohne jemals gelebt zu haben, weil die Menschen mich und die Next Scientists for Future und alles nicht verstehen. So einfach ist die Welt. Tschüssi, bis bald. Ja.